Übungen, um den Körper vorzubereiten, um das Qi zu wecken, die Energie zu bahnen, die Atmung zu vertiefen und zu bahnen. Die erste Übung ist das Qi-Wecken. Wir heben beide Arme knapp unter Schulterhöhe hoch und senken sie wieder. Beim Einatmen heben, Ausatmen senken. Findet euren eigenen Atemrhythmus. Die zweite Übung heißt Morgentau. Wir bringen die Fersen zusammen, sodass sie sich berühren. Ist für die Ganzkörpererweckung, für die Stabilisation der Beine, fürs Gleichgewicht. Beide Arme gehen wieder locker bis knapp unter Schulterhöhe hoch, locker wieder runter. Dann gehen die Arme wieder knapp unter Schulterhöhe hoch und auf der Seite wieder runter. Die Handrücken gehen zusammen, übers Gesicht und auf der Seite wieder runter. Beim Heben der Arme heben auch die Fersen, einatmen. Heben der Fersen, einatmen, aus. Die Füße stehen wieder parallel. Die nächste Übung ist Himmel und Erde. Es erweitert den Atemraum und das Qi und die Energie wird nochmal gebahnt. Die rechte Arm geht nach oben und geht locker wieder runter. Linker Arm nach oben, locker wieder runter. Jetzt gehen beide Arme nach oben, ihr schaut in die Handflächen rein und locker runter. Einatmen hoch, aus. Thank you.
ein letztes Mal. Beide Hände auf den Bauch legen, den Atem fließen lassen. Legt eure Zunge hinter die oberen Zahnreihen und entspannt euren Kiefer. Spürt euren Atem und nehmt Kontakt zu eurer Lunge auf, indem ihr die Hände auf die Lungenbereiche legt. Führt weiterhin eure Atmung und lasst den Ausatem auf. Heraus ein paar Mal. Die Heillautübung für Lunge und Dickdarm beginnt euren Brustkorb zu streichen im Uhrzeigersinn. Atmet fließend. Mit der Ausatmung streicht ihr Richtung Ausscheidungsorgane. Öffnet Daumen und Zeigefinger. Bringt neue Kraft mit Ein- und Ausatmung in die Lunge hinein. Und findet euren eigenen Rhythmus. Heillaut ist. Noch einmal. Ehrfurcht, Vertrauen. Gerechtigkeit, Lunge, Dickdarm. Ein letztes Mal. Bringt eure Hände in euren unteren Bereich, das Feld der Kraft des Elixiers. Bildet mit einer Hand wie ein Pfötchen mit der linken Hand und öffnet die rechte Tigermalstellung. Weit Daumen vom Zeigefinger spreizen. Und wir versuchen mit der Einatmung die Hand zu heben. Mit der Ausatmung, als ob wir Energie in den Körper bringen, senkt sie sich langsam. Mit der Einatmung, Akupressurpunkt, Lunge am Daumen. Mit der Ausatmung, lösen. Das Bergkristall in die Sonne halten. Wir füllen uns mit Kraft und Energie, mit Sauerstoff. Und geben alles Alte und Verbrauchte ab. Jeder Arm noch einmal. Legt eure Hände noch einmal auf euer unteres Bandchen und spannt. Heillautübung für Herz und Dünndarm. Der Heillaut ist K. Atmet ein paar Mal mit diesem Laut aus. Die Hände wie Schalen unter euer Herz
und bringt alle Dinge zum Herzen. Und jetzt schiebt die Handflächen nach außen und mit dem Heillaut macht die hintere Herzwand rund. Schulter-Außenrotation öffnet euren Brustraum, als ob ihr euch befreien wollt. Jetzt wie ein Vogel, der fliegen lernt. Und macht das im eigenen Atemfluss. Alles zum Herzen. Lasst alle Spannung. Lasst Freude und Liebe ins Herz. Und Dünndarm, Freude und Liebe. Entspannt euch wieder, spürt euren Atem, beruhigt euch, legt die Handrücken zusammen und geht in eine gebende Bewegung. Einatmen zum Herzen, über die kleinen Fingerseite ausatmend, wie als ob wir unser Herzenslicht ausstrahlen wollten. Wenn ihr bereit seid, konzentriert euch einmal auf den Vorderfuß links und bringt ihn mit der nächsten Ausatmung nach außen und strahlt euer Herzenslicht in alle Richtungen. Über die Mitte, Vorderfuß rechts, strahlt euer Herzenslicht, eure Liebe in die Welt. Und mach das noch ein paar Mal. Sammelt euch dann wieder in der Mitte und strahlt noch mal nach vorne euer Herzenslicht. Letztes Mal spürt euren Atem, entspannt eure Schultern, legt eure Zunge wieder an den Lieblingsplatz hinter die oberen Zahnreihen und geht ins Einsammeln. Sammelt alles ein, was ihr gebrauchen konntet von diesen Übungen und lasst es durch eure Organe fließen. Mit der Einatmung heben wir die Arme, mit der Ausatmung senken wir. Ein letztes Mal. Spürt euch, entspannt euch, atmet tief und reibt eure Hände aneinander. Wie beim Waschen über euer Gesicht fahren bis zum Haaransatz. Und noch einmal. Und über den ganzen Kopf. Dann schaut nach euren Mitmenschen, lächelt euch an und dann Füße zusammen. Danke.